egal. Das stimmt, ja. Auffällig bei Simon Whitlock hat das Setup wieder verändert. Aber Simon Whitlock ist einfach die dominante Figur. Definitiv, und in meinen Augen wird er das auch bleiben. Er hat zwar immer wieder Tiefen, er kommt aber immer stärker zurück. Zweite 180 von Simon Whitlock, Titel auf der Tour. So, und das ist die dritte Einladung. Ja, das stimmt, war in Salzburg noch im Krankenhaus und hat Gabriel Clemens und mir gesagt, warten noch ein bisschen ab. Das ist Nummer 4 von Simon Whitlock. Nummer 5, Simon Whitlock. Voll da auf jeden Fall, Michael van Gerwen. Voller Adrenalin. Tatsächlich theoretisch überholen könnte dieses Jahr zum ersten Mal dann nach 7 Jahren. Eine Gerwen Prize, sagt man, ist aktuell oder sei aktuell der beste Dartspieler der Welt. Gefühlt ist die Auslosung für Michael van Gerwen natürlich auf diesem Weg im Winterfinale. Liest sich zumindest ganz okay. Simon Whitlock, dann José de Sousa. Also, die waren ja in Sindelfingen im September, sind die beiden aneinander geraten im Finale und dann war es doch relativ ein deutlicher Sieg für José de Sousa. So, die nächste, die 10. Jawohl! Was hast du für eine Antwort parat? Viel Psyche. Ganz viel Psyche. So, Simon Whitlock zumindest. Auch wenn man Ausrufezeichen setzen wollte, also so hoch wie möglich, so klar wie möglich, so spektakulär wie möglich, mit so einem hohen Average wie möglich, mit einer guten Checkout-Quote wie möglich. Das ist die... So, das Scoring geht weiter. Nummer 13. Man muss schon sagen, jedes Match heute hatte es in sich. Jedes Match, da wurde gekämpft, gefightet bis zum Schluss. Das ist jetzt nur... So, Simon Whitlock. Das ist Nummer 15. Normalerweise nicht, aber jetzt war sie da und Whitlock hat sie genutzt. Das ist schon damals in 2020. Das stimmt, ja. So, und das ist Nummer 16. Daher... Nee, das an, das feuert sich an. 140, 134, aber das ist erstmal noch ein Leben van Gerwen im Leg, dass das Match hier zu Ende bringen kann. So, er egalisiert jetzt noch Seider in diesem Viertelfinale. Macht ah, die stecken gut. Neuer Rekord bei Grand Slam of Darts. Ein Leg entscheidet hier über alles. Auch der erste ist gut von Whitlock. Der zweite perfekt. Und der dritte! Doppel 8. Oh, den baut er sich zu. Der muss sich umstellen. Noch nicht drin, drin. Er schafft es! Simon Whitlock nochmal mit einer Sensation in dieser magischen Nacht von Coventry.